Grüß euch, heute bei Fluchtwagen Vans & Trucks das DD2, ein echtes Rennkart im Test. Wir sind heute in Rottal auf der Kartstrecke und hinter mir steht das DD2. Ein Kart, das gebaut wird, nicht um den Konsumenten an der Rennstrecke für 30 Euro auf 10 Minuten fahren zu lassen, sondern ein professionelles Rennkart, was um den blauen dicken Daumen 4.000 Euro kostet, mit dem ihr aber auf eine ganz andere Wellenlänge kommt. Aber bevor ich jetzt euch in die Details verliere, zeige ich euch einfach mal, was passiert, wenn ich Vollpfosten mich in das geile Kart setze. Los geht's! So, dann probieren wir es aus. Mein erstes Mal Rennkart. Ich bin jetzt mal richtig gespannt. Das erste Mal weg vom Rental Kart hin zum Racing Kart. Wow! Das gibt ja gleich Gas, aber ich glaube, ich soll langsam machen, also machen wir das mal ganz entspannt. Mal die erste Runde, aber. Oh, da ist Leistung dahinter. Ein paar Sekunden später. Wow! Ja, da merkst du, das lebt! Wow! Runde 1 absolviert. Das ist böse. Das ist richtig böse. Und so direkt, also die Lenkung, wow! Wow! Oh, fucking hell! Fucking hell, das drückt rein! Wow! Das gibt ein Gefühl, das vibriert am Arsch! Bist du? Wow! Das ist ein anderes Lebensgefühl! So unglaublich direkt ist eigentlich das Geile dran, wie direkt das alles funktioniert. Wow. Ich müsste nur schalten einfach. Ich nudel jetzt die ganze Zeit im zweiten. Dabei, wenn ich im ersten, da wird es noch ein bisschen mehr anschieben. Wahrscheinlich, wenn ich da mich drum kümmere. Aber jetzt im ersten Fall möchte ich einfach mal lernen, wie direkt das funktioniert. Und vor allem auch die Reifen haben viel mehr Grip als von diesen Rental-Dingern. Wow. Oh, ist das geil. Oh, das vibriert dich zu Tode. Oh, also hier. Junge! Ist das geil, wie das Ding anschiebt. Oh, das ist wieder so eine der Erfahrungen, die man einmal im Leben gemacht haben muss, so einen Kart zu fahren. Holy crap, da fängt es zum Zittern an. Also man merkt das komplett andere Gewicht, dieses viel leichtere. Das ist so arg, wie viel leichter das ist. Wild. Alter Schwede, ist es arg. Das hat eine Komprimierung bei den Rippen, wild, komplett crazy. Aber einfach mal aussagen, man muss echt sich rantasten, weil wenn man hier sich verbremst, es sind zwar Scheibenbremsen, 3 Stück an der Zahl, aber man kann sich auch durchaus verbremsen bei dem Kart, weil du fährst ja nie auf 4 Rädern, sondern nur auf 2 Rädern. Es ist immer so, mehr Leistung und mehr macht immer mehr Spaß. Man muss sich halt mit den Mehrwartungsthemen doch auch beschäftigen bei so einem Kart. Das kann vielleicht den einen oder anderen abschrecken, aber eins sage ich euch, mehr Fahrspaß garantiert! Alter Schwede, bist du deppert! Die Kurve! Ah!
Okay. Also, Angst solltest du auch nicht haben vor Geschwindigkeit und vor Kräften. Weil hier wirken Kräfte auf dich ein, das ist nicht mehr normal. Aber Traktion ist ein Wahnsinn. Das ist wieder Motorsport, wie man ihn kennt und wie man ihn liebt. Manchmal, das ist kein klassisches Kart mehr. Also, zwischen Rattle und dem sind auf jeden Fall zwei komplett verrückte Welten. Beides für unterschiedliche Zielgruppen. Aber das ist eher für mich gedacht. Wow. Hallo, die Wolfie. Das war jetzt ein verrückter Ritt. Bist du deppert? War das ein verrückter Ritt? So, schauen wir, räumen wir nicht? Nein, räumen wir noch. So, machen wir ein Walkaround. Herzstück, Rotax-Motor. 34 PS, 125 Kubik, Zweitakter, nicht Viertakter, wie bei den Rental-Cards. Warum ist es so besonders? Wir haben hier natürlich erstens mal richtig viel Sound und zweitens eine ganz andere Leistungsentfaltung. Zum Beispiel haben wir auch hier den Auslassschieber. Der sorgt nochmal dafür, dass wir bei den höheren Drehzahlen nochmal ein bisschen mehr Power haben und nochmal ein bisschen andrücken können. Und ganz ehrlich, ich war irrsinnig überrascht. Das Ding macht eine komplett andere Welt auf für Kartfahren, auch hier auf den Outdoor-Strecken. Hier sind relativ lange Kurven, da schlaft dir der Fuß ein, weil du das Gaspedal durchdrückst bei den normalen Karts. Und hier musst du ganz genau überlegen, wohin bewegst du dich. Und auch wichtig, wir haben hier eine Schaltung, eine Zwei-Gang-Schaltung. Das heißt, wir haben Schaltwippen vorne und mit diesen zwei Schaltwippen können wir erster oder zweiter und Neutralgang entscheiden dann auch, wenn du dich verschaltest, bist du irgendwo im Rennen. Das heißt, es braucht hier auch mehr Skills, um die Leistung am Boden zu bringen. Leistung ist ein wichtiger Punkt, denn das geht auch immer in Kombination mit Gewicht. Wir haben hier rund 100 Kilo, so wie das jetzt da steht. Mit mir sind es dann nochmal 80 Kilo drauf, das heißt 180 Kilo direkt am Boden. Ein absolut komplett verrücktes Gefühl. Wartungsintervall sind hier alle 50 Stunden bzw. alle 25 Stunden. Aber alle 50 Stunden musst du auf jeden Fall reinschauen. Alle 25 Stunden kannst du reinschauen. Dann springen wir zu den Bremsen. Die sind natürlich auf Rennsportniveau. Das ist zu vergleichen mit einem Rennmotorrad. Die sind viel, viel straffer, viel schwieriger zu dosieren und deswegen braucht man hier oftmals auch andere Schuhe, damit man ein besseres Gefühl auf der Bremse bekommt, weil ganz durchdrücken und du bist komplett weg auf der Strecke und dich dreht's ein. Ganz wilde Sache. Wir haben drei Scheibenbremsen, zwei vorne, eine Scheibenbremse hinten. Man muss dazu sagen, beim Kartfahren fährt man immer auf drei Rädern durch die Kurve und nicht auf vier Rädern. Auch ein besonderer Punkt ist, Gas und Bremse sind einstellbar, genauso wie der Sitz alles justierbar ist und individuell anpassbar auf den Fahrer ist. Macht in vielen Fällen Sinn, weil das Ding kaufst du dir, stellst du zu Hause hin, packst den Anhänger, fährst zur Rennstrecke und fahrst damit. Es hat so ein bisschen was von Rennmotorrad, aber einfacher in der Handhabung gefühlt, weil du einfach hier einen niedrigen Kostenfaktor hast. Du hast jetzt hier die 4.000 Euro, 4.500 Euro, je nachdem was du kaufst oder wahrscheinlich auch höher. Kommst dann noch mit dem Hänger, ich habe jetzt vorher um die 800.000 Euro gehört, für einen Hänger sind wir bei 5.000 Euro, Racinganzug und Co. Lass nochmal 2.000 Euro, sei es ja wurscht. Und dann hast du nur noch die Gebühr sozusagen für die Rennstrecke. Und die ist wesentlich niedriger, als wenn du am Pannonia-Ring fahren möchtest, Slowakia-Ring oder so. Das kostet halt viel, viel weniger Geld, von dem man vielleicht für die einen oder anderen, die Rennsportgefühle haben wollen, und das komprimiert dich ordentlich, wie wir im Vlog gesehen haben, dann wäre das vielleicht so eine Option, die man sich durchaus zulegen kann. Auch ein wichtiger Punkt für euch sind natürlich die Reifen. Wir haben hier Slicks drauf. Aber es gibt auch ganz andere. Es gibt Regenreifen zum Beispiel auch für die Karts. Klassisch, wie man das aus dem Motorradrennsport kennt, gibt es das auch für die Kart. Wir haben hier Mojo-Reifen drauf. Das merkt man auch sofort auf der Strecke, wenn die warm sind, was sie für einen gewaltigen Grip haben, als im Vergleich zu diesen klassischen Rental-Karts. Nur, dass ihr ein Gefühl dafür bekommt. Mit den Reifen kommen wir ins Fern, mit denen wir bei Rental-Karts gar nicht kommen. Ich habe ja eh schon gesagt, man fährt durch die Kurven eher mit drei Reifen durch, als mit vier Reifen. Warum? Weil die Mojo-Reifen einfach viel mehr Grip haben als diese klassischen Reifen. Und das ist ein ganz anderes Gefühl. Und das hat einfach, ja, löst auf jeden Fall in einem was aus, was einfach nur Freude bereitet und Endorphine ausschüttet, finde ich. Natürlich hast du, wenn du dir ein Kart mietest, jemand, der dir dein Kart startet, der dein Kart wartet, der dein Kart pflegt. Das fällt alles bei so einem Kart weg. Aber eins kann ich euch auch sagen, wir haben hier einen klassischen E-Starter. Ihr müsst nicht wie beim Rasenmäher hinten anziehen, bis das Kart einmal gestartet ist.
E-Starter gedrückt, losfahren, raus auf die Strecke. Unser Racing Kart möchte natürlich auch getankt werden und dazu tankst du Gemisch. Da kannst du aber ganz einfach zur Tankstelle gehen, 95er Nehmer, rein mit Öl 2% und dann hast du dein Gemisch und los geht's auf die Strecke und kannst völlig frei sein und einfach die Zeit genießen am Rennsport und kannst Linie lernen, kannst dich austoben und eigentlich für kleines Geld. Was meint ihr zum Racing Kart? Wäre sowas mal für euch eine Option? Habt ihr das schon mal ausprobiert? Schreibt das gerne in die Kommentare. Ansonsten, mein Name ist Tom. Danke fürs Zusehen. Haut rein und pfiat euch!